Herzlich willkommen in San Francisco. Wir haben 24 Stunden hier in San Francisco Zeit, um uns die Stadt und all seine Sehenswürdigkeiten anzugucken. Und wir starten natürlich mit der Ikone schlechthin, der Golden Gate Bridge. Nummer 2, Alcatraz, der Insel da hinten, wo früher oder wo ein Gefängnis drauf ist und früher noch die Gefangenen. Und sie wurden abgehalten von der Flucht durch das Meer und den Weißen Hain dazwischen. Heißt die Innenstadt drin. Downtown San Francisco, und wenn ihr hier Richtung Golden Gate Bridge unterwegs seid, dann ist hier dieser große Pfad, der von da hinten bis dahin führt, und ihr habt hier gleich drei Sachen auf einmal. Golden Gate Bridge, Alcatraz, Downtown. Wunderbarer Ausblick, wenn wir nur ein wenig Zeit haben. Normalerweise wird San Francisco auch die Cloudy City genannt. Das heißt, wir haben heute sehr, sehr, sehr viel Glück, dass so ein schönes Wetter und so ein schöner Blick die Tina und die Golden Gate Bridge ist. Wir freuen uns. Der Rest der Woche ist nämlich cloudy angesagt. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Fisherman's Wharf. Das ist eine alte Werft, wo diverse Restaurants, Cafés und coole Sachen drin sind. Auch eine große Touristenattraktion hier in San Francisco. Wir laufen den ganzen Weg, aber man kann hier auch überall Fahrräder ausleihen, Elektroroller, also sehr, sehr viel geboten. Wir mögen das Laufen, und was wir sagen müssen, San Francisco gefällt uns richtig gut. Also hier die ganzen Häuser vorne, na klar, das ist die Fassade, das sind die sehr schönen Häuser, aber das sieht alles sehr, 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 sehr nice aus. Könnten wir uns auch gut vorstellen. Städte erkunden macht natürlich hungrig. Wir haben uns jetzt mal ein paar Fish and Chips geholt, und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Mit diesem Blick auf Alcatraz und die Bay. Ziemlich gut. Wir sind jetzt im Pier 39, und das ist so ein bisschen Freizeitparkmäßig, ganz viele Süßigkeiten-Shops, ganz viele Souvenir-Shops. Ist ganz nett. Ja, schauen wir mal weiter. Was eine weitere Spezialität hier zu sein scheint, weil es alle essen, ist Clamshow, oder? Das ist ein Brot mit einer Muschelsuppe drin. Also, probier das mal aufzuklappen. Ich kann es nicht aufklappen. Sieht sehr lecker aus. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. San Francisco ist ja bekannt für seine steilen Straßen, und es ist echt krass, wie sie hier runter und hoch geht. Die Autos, die stehen so, müssen ständig anfahren, und ja, ich weiß nicht, ob man sieht, wie steil das ist, oder? Erinnert uns ein bisschen an Stuttgart. Nur fehlen die Stepeless. Wir stehen jetzt vor einem der schiefsten Orte der Welt, der Lombard Street. Und das gilt auch als die Fahrstraße, die meisten Kurven hat. Der Berg hinter mir hat nämlich ein Gefälle von 27%, und damit das befahrbar ist, hat man 8 Kurven eingebaut. Und da schlängeln sich die Autos durch. Und man kann nicht schneller, oder man sollte nicht schneller als 5 Meilen per Hour fahren, und es sieht total witzig aus. Und damit die Straße noch ein bisschen hübscher aussieht, wird sie immer super schön angepflanzt.
Einige von euch kennen bestimmt die Serie Full House von früher oder mittlerweile auch Fuller House auf Netflix. Und dann erkennt ihr aus dem Vorspann vielleicht die Szene hier hinter mir. Die Painted Ladies, die Häuserreihe hier mit der Stadt im Hintergrund, ist wohl so eins der bekanntesten Punkte hier in San Francisco. Und hier im Park ist einfach richtig schön. Es geht langsam die Sonne unter, sitzen hier alle im Park, gucken hier runter und ja, sehr schön. Ich will eigentlich nur noch ein Bierchen. Erstes Zwischenfazit von San Francisco. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Viele Grünflächen. Sich treiben zu lassen durch die Straßen. Es ist irgendwie voll die entspannte Atmosphäre. Ja, es fühlt sich nicht so an wie eine Großstadt, so turbulent, sondern einfach echt gelassen. Und auch die Leute sind sehr entspannt. Mhm. Und ja, gefällt uns. Gefällt uns. Und jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Ich glaube, wir haben gerade einen Hipster-Stadtteil gefunden, Hayes Valley. Hier gibt es super viele coole Cafés, coole Shops, sehr, sehr interessante Menschen. Gefällt uns echt gut, ist cool. Und es riecht lecker nach Essen, wir müssen auch machen. Was sehen wir denn da hinter dir? Hinter mir seht ihr das Rathaus von San Francisco. USA. Wir wollten ja eigentlich natürlich auch mit einer Cable Car fahren, beziehungsweise zumindest aufnehmen und anschauen. Aber wegen der aktuellen Situation fahren die leider sehr unregelmäßig und nur an bestimmten Tagen. Und heute ist keiner von diesen Tagen, das heißt, wir haben leider Pech gehabt. Aber solltet ihr mal in San Francisco sein, lasst euch das nicht entgehen. Das gehört eigentlich zu jeder Tour in San Francisco dazu. Hinter uns liegt der letzte Punkt unseres Tages, nämlich Chinatown. Und das ist übrigens das größte Chinatown außerhalb Asiens. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Hier ist leider gerade sehr, sehr viel zu, wie in San Francisco überall, aber trotzdem, wenn man sich das mal hinter mir anschaut, fühlt man sich direkt in irgendwie so eine Parallelwelt hier versetzt. Gerade eben stehen wir noch in dem Wolkenkratzermeer und hinter mir sind wir jetzt einfach in China. Das ist echt krass. Mega cool aus. Was wäre ein Besuch von Chinatown, wenn wir nicht hier auch noch essen gehen würden? Und als Vorspeise, wir sind nämlich im Dim Sum und Ramenhaus, gibt es natürlich ein paar Dim Sums, ein paar leckere Dumplings und ja, einen guten. Und was sagst du zu den Dim Sums? Ich finde die sehr lecker. Ja. Ich hatte gerade eins, das hat einfach wie Dampfnudeln geschmeckt. Und das ist jetzt süß, meinte die gerade. Probier es mal. Auch wie Dampfnudeln, aber noch an einem Geschmack, den ich nicht kenne. Aber ich mag es. Ich finde es sehr lecker. Was ich mag, ist das hier. Ah, so eine schöne Dampf. Lecker, lecker. Lecker war's. Und jetzt geht's ab ins Motel. So, wir sind in unserem Motelzimmer angekommen. Das ist so, naja, aber recht günstig für San Francisco. Und wir sind heute einfach mal 29 Kilometer gelaufen.
bin gerade selber geschockt, wie viel wir gelaufen sind, aber hat sich sehr gelohnt, war richtig, richtig schön in San Francisco, hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Obwohl man auch sagen muss, hier sind krasse Kontraste vorhanden. Also wir haben jetzt die schönen Sachen gefilmt, wir sind vorhin aber auch aus Versehen ein Viertel gelaufen. Da konnten wir nicht filmen, das war nicht so schön. Es war mitten in der Stadt und es war plötzlich gespenstisch leer. Überall auf der Straße waren Zelte, es sind Leute rumgelaufen, eher wie so Zombies. Also wir haben gesagt, das könnte auch eine Szene von Walking Dead sein. Also in San Francisco leben richtig viele Obdachlose. Hier herrscht auch viel Armut. Und ja, das muss man halt auch im Blick haben. Wir duschen jetzt und gehen dann ins Bett. Und ja, ich sag mal, gute Nacht und bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir verlassen das sonnige San Francisco und fahren jetzt gleich an der Pazifikküste den Highway 1 runter. Cloudy City genannt. Und wir sind gerade falsch abgebogen im Stralack. Ja, die Claudis. Ist Claire Macquarie Shoulder? Was? Shoulder. Shoulder?